Unsere Thema am Donnerstag. Dissen holt Gold beim Bundeswettbewerb. Facharbeiter fürs Revier. Und die beliebtesten Betrugsmaschen. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Polster und Schlafen Sonderverkauf im Möbelzentrum Großräschen. Bis zum 23. Juli, also schnell reagieren. Mit sensationellen Vorteilen bei den Polstermöbeln, Boxspringbetten und Schlafzimmern zu Ausnahmepreisen. So günstig gab es Markenmöbel noch nie. Sie erhalten bis zu 30% Rabatt auf Möbelneubestellungen, gratis Lieferung, Abholung und Entsorgung ihrer alten Möbel und die 0% Finanzierung. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Donnerstag. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Dieser Song passt hervorragend auf die Dissener. Sie haben beim Bundeswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft Gold geholt. 30 Dörfer aus 13 Bundesländern haben es ins Finale geschafft. Und Dissen steht zusammen mit 7 weiteren Dörfern auf Platz 1. Dissen! Ja! Jubelschreie im Heimatmuseum Dissen. Kurz vorher Anspannung. Wer konnte, hat sich zur Ergebnisverkündung im Heimatmuseum versammelt. Kurz nach 13 Uhr dann der erlösende Moment. Dissen ist Bundessieger und das sogar mit einer Goldmedaille. Besser geht es nicht. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid die Besten. Dass es jetzt natürlich Gold geworden ist, also damit haben wir nicht gerechnet. Wir sind sehr, sehr überrascht, aber auch ganz groß glücklich. Und es ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. Wie wir Dissener ja dafür bekannt sind, relativ spontan eine Feierlichkeit herzurichten, das wird sich heute Abend noch zeigen. Beim Besuch der Jury haben die Dissener auf ihre sorbische Geschichte und vor allem auf Zusammenhalt gesetzt. Das ganze Dorf hat bei der Präsentation mit angepackt. Nach dem Landessieg hat sich die jahrelange ehrenamtliche Arbeit gelohnt. Die Jury des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft hat entschieden. Mit der Goldmedaille stehen Dissen ein bundesweiter Titel und 15.000 Euro zu. Da freut sich auch Landrat Harald Altekrüger. Er hofft, dass der Erfolg der Dissener auch weiter in die Region strahlt. Da lade ich natürlich alle Gemeinden in unserem Landkreis ein. Nehmt bitte daran teil, weil jeder Wettbewerb bringt so eine Gemeinde immer nach vorne. Also egal, ob man nur einen Platz bekommt man immer, aber ob man nur Sieger wird oder nicht, es macht immer etwas Positives mit dem Dorf. Und deshalb kann ich es nur empfehlen. Neben Dissen haben noch 7 weitere Dörfer Gold geholt. Das Preisgeld investieren die Dissener natürlich in die Zukunft. Ein Kinderspielplatz ist das nächste große Projekt. Heute bleiben die Dissener aber erstmal im Hier und Jetzt. Feiern ist angesagt. Der Wasserrohrbruch in Cottbus-Sachsendorf ist behoben. Das defekte Teil wurde gegen ein neues eingetauscht und auch die Leitung konnte bereits durchgespült werden. Die 17.000 Haushalte werden jetzt wieder über die eigentliche Hauptleitung mit Trinkwasser versorgt. Am Sonntag hat es in der Lauchhammer Straße einen größeren Wasserrohrbruch gegeben. Die Anwohner mussten einige Stunden ohne Trinkwasser auskommen. Die alten Leitungen sind natürlich inzwischen etwas anfällig. Viele werden deshalb nach und nach ausgetauscht, so aktuell auch im Cottbuser Norden. Die Details bekommen Sie in den Kurznachrichten. LWG startet nächsten Sanierungsabschnitt. Die Sanierung des Mischwasserkanals in der Siloer Landstraße geht voran. Gestern haben die Arbeiten am nächsten ca. 145 Meter langen Abschnitt begonnen. Eine Spezialfirma führt dabei einen glasfaserverstärkten Schlauch in den alten Schacht ein und macht ihn so wieder dicht. Bis Ende September sollen noch die weiteren 700 Meter Mischwasserkanal durch diese Technik ausgekleidet werden. Die Einschränkungen für den Verkehr bleiben bestehen. Insgesamt investiert die LWG rund 700.000 Euro für die Sanierung. Unterschriftenaktion in der Innenstadt.
Am Montag, dem 15. Juli, macht der Demokratiebus auf dem Cottbuser Altmarkt Halt. Dort werden Unterschriften für die Volksinitiative Artenvielfalt retten, Zukunft sichern gesammelt. Von 9.30 Uhr bis 18 Uhr können sich Bürger eintragen. Der Demokratiebus wird die nächsten 5 Wochen quer durch Brandenburg reisen. 20.000 Unterschriften werden benötigt. Historisches Kriegsgerät. Am Wochenende rollen wieder Panzer im Flugplatzmuseum. Dort wird am Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr das 19. Nutz- und Militärfahrzeugtreffen veranstaltet. Neben Panzern und Kettenfahrzeugen aller Art werden auch mehr als 100 Traktoren ausgestellt. In einigen der Fahrzeugen wird man auch auf einer Fahrt durchs Gelände als Beifahrer Platz nehmen dürfen. Zudem werden auch Hubschrauberrundflüge angeboten. Bei den Löscharbeiten in der Lieberoseheide wurden 2 Panzergranaten gefunden. Sie befinden sich auf einem Zufahrtsweg der Feuerwehr. Die Munition muss nach Einschätzung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes gesprengt werden. Der Brand ist inzwischen zwar unter Kontrolle, auf einer Fläche von 100 Hektar flammt es ab und zu noch auf. Während die Schüler gerade die Sommerferien genießen, ist für viele Auszubildende noch einmal Büffeln angesagt. Die Abschlussprüfungen stehen an. Die Lehrlinge bei der LEAG haben es schon geschafft. Letzte Woche noch Azubi und heute schon Facharbeiter. Tobias Spiller ist der Beste, und zwar der jahrgangsbeste Industriemechaniker bei der LEAG. Er ist einer der vielen Sommerauslerner in diesem Jahr. Tobias hat seine Ausbildung sogar vorzeitig beendet. Besser kann es wohl nicht laufen. Doch es war nicht sein erster Gedanke, Industriemechaniker zu werden. Ich wollte etwas Zukunftsorientiertes machen in der Industrie. Ich habe zuerst überlegt, ob ich erst Tischler oder sowas mache, aber habe ich so gemerkt, Holz ist nicht so meins. Ich will lieber was ein bisschen mit Metall machen, Metallbearbeitung, Schweißen, Drehen, Fräsen. Das war so meins gewesen, meine Vorstellung für mein zukünftiges Berufsbild. Neben Tobias Spiller haben noch 31 weitere bei der LEAG gelernt. Dabei waren 18 bei der Lausitz Energie und Bergbau AG und 14 bei der Lausitz Energie Kraftwerke AG. Es gab Auszubildende in 7 Berufen, darunter Betriebstechnik, Automatisierungstechnik oder auch Büromanagement. Es werden aber nicht alle frischen Facharbeiter im Unternehmen bleiben. Nur 26 der 32 Sommerauslerner werden übernommen. Darunter ist auch Paul Richard Jahn. Er hat eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement gemacht. Also ich bin auf jeden Fall erstmal im Unternehmen, bin da befristet eingestellt worden und habe jetzt erstmal einen Fuß hier drin und würde gerne im Unternehmen bleiben. Aber was die Zukunft bringt, weiß ja niemand, deswegen. Aber ich gehe positiv in die Zukunft auf jeden Fall. Die LEAG kann in diesem Jahr 150 neue Azubis einstellen. Außerdem gibt es jetzt auch 3 neue Berufe. Lokführer, Anlagen- und Maschinenführer und den Bachelor of Science. Durch die aktuellen Bedingungen können aber auch in Zukunft nicht alle übernommen werden. Wir haben im Jahr ungefähr zwischen 250 und 350 Altersabgänge. Wir werden sie aufgrund der politischen Rahmenbedingungen nicht alle ersetzen. Das heißt, der Tagebau Jetschwalde wird in absehbarer Zeit auslaufen. Durch die Sicherheitsbereitschaft brauchen wir weniger Personal. Aber in Summe ist es schon noch so, dass wir auch in den nächsten Jahren in dreistelliger Größenordnung Jahr für Jahr übernehmen werden. Tobias und Paul müssen sich da keine Sorgen machen. Beide von ihnen bleiben vorerst im Unternehmen. Tobias möchte sich sogar noch weiter qualifizieren und Maschinenbautechniker lernen. Fast kein Tag vergeht, wo Betrüger Rentner am Telefon nicht reinlegen wollen. Der Enkeltrick ist noch immer sehr beliebt. Das bestätigt auch die Polizei. Erst in dieser Woche wurde in 2 Fällen versucht, an das Bargeld von Senioren zu kommen. Doch die haben gemerkt, dass da was nicht stimmt und deshalb die Polizei gerufen. Bei solchen Anrufen ist generell höchste Aufmerksamkeit geboten. Der typische Enkeltrick ist mittlerweile ziemlich bekannt. Betrüger lassen sich deshalb auch immer wieder etwas Neues einfallen. Das Prinzip bleibt aber das gleiche. Teilweise geben sich Unbekannte am Telefon als Verwandte in Notsituationen aus. Manchmal melden sich jetzt aber auch vermeintliche Kriminalbeamte, Anwälte oder sogar Richter. Natürlich mit unterdrückter Rufnummer. Und in letzter Zeit häufen sich die betrügerischen Anrufe wieder. Bei der Polizeidirektion Süd sind in den letzten Wochen vermehrt Anzeigen eingegangen, obwohl die Masche nicht neu ist. Wir haben es hier mit einer Tätergruppe, mit einer Tätermasche zu tun, die es so lange gibt, wie es Telefone gibt.
Uns hat es hier im Bereich der Lausitz ereilt mit der Einführung der D-Mark, als dann die Wolte attraktiv wurde. Aber generell können wir sagen, es ist europaweit verbreitet, vielleicht sogar weltweit. Und es gibt keine Stadt und keinen Landkreis, der davon nicht betroffen ist. Und die Betrüger gehen alle ähnlich vor. Sie suchen in Telefonbüchern oft nach Namen, die auf ältere Personen hindeuten. Sie sprechen teilweise Hochdeutsch und melden sich mit »Na, rate mal, wer da ist«. Dann versuchen sie Auskünfte über Wohn- und Vermögensverhältnisse zu erlangen. Vermeintliche Beamte drohen auch mit Kontensperrungen oder Pfändungen. Doch dadurch sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen. Ich kann Ihnen ganz sicher sagen, jemand, der von einer Behörde den Kontakt zu Ihnen sucht, wird das niemals im ersten Fall telefonisch machen, sondern entweder Sie bekommen Post oder Sie werden persönlich aufgesucht, um solche Sachverhalte zu klären, wie dort am Telefon vorgespiegelt wird. Auch Gewinnanrufe gehören immer wieder zu den Maschen der Betrüger. Um den Gewinn zu erhalten, soll man im Vornherein hunderte Euro für den Transport überweisen. Dann gibt es nur eine richtige Reaktion: auflegen und die Polizei informieren. Es klingt zunächst mal immer wie kleine, müßige Kleinkramarbeit, aber anhand der Menge und anhand der Häufigkeit können unsere Kollegen natürlich dann auch ihre Ermittlungen vorantreiben, in welchen Bereichen, mit welchen Zielen und unter welchen Legenden solche Betrugsversuche stattfinden. Damit helfen sich Betroffene also nicht nur selbst, sondern tragen auch zur Aufklärung bei. Denn wer sein Geld einmal übergeben hat, sieht es nie wieder. Die einen haben ihn schon hinter sich, bei anderen steht er noch an. Der Sommerurlaub ist für die meisten wohl die schönste Zeit des Jahres. Wo es die Brandenburger dieses Jahr hinzieht und was die Region zu bieten hat, das schauen wir uns morgen mal an. Ich bin schon sehr gespannt. Das sollten Sie auch nicht verpassen. Schönen Abend. Wir bei Expert versuchen alles, um Menschen glücklich zu machen. Mit exzellenter Beratung, Service oder wie heute mit dem Expertenangebot der Woche. Wie der Kühl-Gefrier-Kombination von Siemens Hausgeräte für 477 Euro und der Western Digital Festplatte für 44 Euro. Expert mit den besten Empfehlungen. Die Nacht wird bedeckt und bleibt trocken. Das Thermometer geht auf 17 Grad zurück. Der Freitag startet verregnet, im Tagesverlauf wird es auch nicht besser. Der Regenschirm wirkt somit ihr bester Freund, auf 18 Grad geht es rauf. Auch am Samstag wird es fast durchgängig grau. Erst am Abend zeigt sich die Sonne, immerhin bleibt es trocken. Die Spitzenwerte liegen bei 20 Grad. Siehe, ich mache alles neu. So heißt es in der Offenbarung des Johannes. Dieser Satz hat mich in den letzten Tagen bewegt. Ein unerhörter Anspruch. Alles neu. Will man das denn? Wollen wir das? Haben Sie sich nicht eben gerade jetzt gut eingerichtet? Zum Beispiel eine tolle Partnerschaft gefunden? Endlich eine neue Arbeitsstelle, auf die Sie lieber gehen als auf die vorige. Endlich die Raten vom kleinen Häuschen abbezahlt. Jetzt will Gott die Karten neu mischen? Alles neu machen? Wer gerade in diesen Tagen und Wochen seines Lebens froh ist und spürt, dass er es gut getroffen hat, den muss das ängstigen, wenn alles neu gemacht wird, alles verändert wird. Was gilt denn dann? Wie wird es dann sein? Werde ich es dann schlechter haben als jetzt? Zugegeben, es ist eine Frage des Vertrauens, des Zutrauens. Ich traue darauf, dass das Ergebnis von Gottes Handeln hilfreich für uns Menschen sein wird, weil das die Erfahrung meiner Vorfahren ist, dass Gott uns durch die lange Geschichte hindurch freundlich zugewandt war. Er hat sich erwiesen als der, der er ist und der er war. Und wir brauchen,
über unsere persönliche Situation hinaus neue Gerechtigkeit, neue Weltverantwortung, neues Füreinander sorgen statt gegeneinander arbeiten. Wir, viele Menschen in dieser Welt, brauchen Sicherheit, dass wir die Welt nicht kaputt machen. Wir brauchen das Schweigen der Waffen in der Ukraine, in Syrien und an vielen Orten der Welt. Wir brauchen eine Kultur der Herzensgüte, des Miteinanderredens. Ich will mich einlassen auf das Neue, das Gott schaffen will. Bis vor einem Monat warst du ein totaler Versager. Und irgendwie wurdest du auf einmal zum größten Star der Welt. Wie durch Zauberei. Also, was ist passiert? Cheese! Yesterday. All my troubles seem so far away. Oh, I believe in yesterday. Oh mein, wann hast du den geschrieben? Das hab ich nicht. Paul McCartney hat den geschrieben, die Beatles. Wer? John, Paul, George und Ringo, die Beatles. Nein, das gibt's nicht. Yesterday. Einer der größten Songs aller Zeiten. Naja, es ist nicht Fix You von Coldplay. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes. Ich höre mir Jacks neuen Song an. Oh yeah! Wie heißt der noch? Leave It Be. Let It Be. Tja, rock on, Jack. Alle Welt spricht zurzeit über ein neues Pop-Phänomen. Deine Musik, sie ist unglaublich. Wir wollen, dass du nach L.A. kommst. Ich biete dir Ruhm und Reichtum. Hallo, Mr. Sheeran. Bin großer Fan, yo. Besonders, wenn sie rappen. Wirklich? Nein, war nur ein Joke. Überlass das lieber meinen Brüdern, wenn du mich fragst. Hey Jude. Du gehst weg, also darf ich dich alles fragen. Wie konnte ich in die Nur-Freunde-Liste geraten, anstatt in die Ich-liebe-sie-Liste zu kommen? Jack Marley, der neue Superstar! Wir hätten das perfekte Paar sein können. Aber du bist jetzt der größte Songwriter der Welt. Bin ich nicht. Doch, irgendwie schon. Es ist mir jetzt eine Ehre, diese Tür zu öffnen für den Moment, auf den die ganze Welt gewartet hat. Nee, falsche Tür. Schreibst du die Songs ganz alleine? Ja. Wirklich? Ich weiß es nicht. Ich war ein Idiot, schon zum zweiten Mal. Vielleicht ist Liebe nicht alles, was man braucht. Aber für mich ist sie alles. Bei diesem Song habe ich einen Vorschlag. Hey, Dude. Hey, Dude, bist du sicher? Hey, Dude. Er hat recht. Das ist besser. Du suchst wieder mal deinen Mietvertrag, die letzte Betriebskostenabrechnung für die Steuererklärung. Das ist nun vorbei. Mit der neuen App zum EGWohnen Kundenportal. Die App ist gratis erhältlich. Einfach installieren und anmelden. Telefonwartezeiten einfach sparen. Jederzeit die eigenen Vertragsdaten sehen. Alle Dokumente finden. Alles auf einen Blick, auch den gesamten Schriftverkehr mit uns. Schnell und unkompliziert. Das Suchen kannst du nun vergessen. Wochenkurier. Hier sind sie zu Hause.